Servus miteinander, hier ist der Tom von Wiesengaudi TV und neben mir, the one and only, ich kann es gar nicht glauben, Marianne und Michael. Servus. Grüß dich Gott. Jetzt ist ja hier das Oktoberfest 2013 und ihr gehört ja aufs Oktoberfest mit dazu. Was waren denn eure Highlights des diesjährigen Oktoberfests bislang? Also wir waren ja, also ein absolutes Highlight ist jedes Jahr der Wirte-Einzug. Da dürfen wir ja mit dem Winzererfahndl mitfahren. Das macht so viel Freude, wenn man da durch die Münchner, also an der Münchner Bevölkerung vorbeifährt und da kriegst du einfach das Ganzerlhautfühlung, weil du merkst, wie schön deine Heimatstadt ist. Ich bin eine echte Münchnerin. Das zweite Highlight war heute für mich, ich war mit der Damenwiesn unterwegs und es ist auch schön, mit Freundinnen unterwegs zu sein. Und dann haben wir gesagt, jetzt gehen wir mal auf die alte Wiesn und haben wir richtig schön Zeit gehabt. Und dann sind wir heute Karussell gefahren, sind ins Marionettentheater gegangen und es war richtig schön. Aber ich genieße natürlich auch die moderne Wiesn, die Highlight-Wiesn, die ja mit den Wahnsinnskarussells, mit den wahnsinnigen Fahrgeschäften. Die Wiesn an sich ist das Highlight schlechthin. Die gab es sich nirgendwo auf der Welt. Leid aller Nationen, aller Stämme, egal woher sie kommen. So friedlich, so fröhlich zu einem Fest treffen und dann hoffentlich auch alle miteinander wieder fröhlich auseinandergängen. Und das ist das Schöne. Bei gutem Essen, gutem Trinken, eine so bunte Fröhlichkeit mitzukriegen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Und es zeigt, wie weltoffen eigentlich Bayern und München ist. Das stimmt. Und jetzt hat man ja immer öfters mal gehört, gerade wir als Münchner, wir fühlen uns ja auch angesprochen, wenn dann andere sagen, das Oktoberfest ist eine Faschingsveranstaltung, ist ein Karneval geworden. Wie seht ihr das? Ist das also? Ich muss sagen, sehr viele Freunde und Einheimische haben die Meinung. Und ich kann einer nur sagen, das stimmt nicht. Es ist zum Beispiel halt wirklich die Wiesn leer, also nicht leer, aber sie war auch nicht so überfüllt. Man konnte ganz gut in den Fahrgeschäften, also durch die Straßen gehen. Die Zelte sind nicht überfüllt gewesen. Also es ist alles ganz easy und normal. Also die Leute sagen alle, und die Leute haben auch normale Dirndl. Es ist nicht übergespinnert. Also ich denke einfach, das ist auch der Zeitgeist. Also es ist ja nicht jeder ein Bayer, ist auch nicht jeder mit der Tradition verwurzelt. Aber die Freude daran, aufs Oktoberfest zu gehen und als kleine Reminiszenz an die Bevölkerung, an das Fest, so eine stilisierte Tracht anzuziehen, dabei auch noch gut auszuschauen, weil ein Dirndl in einem Dirndl schaut einfach sexy und toll aus. Und das muss einfach sein. Also man sollte nicht so arg ins Gericht gehen damit, sondern die originalen Trachtler, die gibt's ja auch noch. Und das ist ja auch schön und ist ja auch wichtig und wertig. Aber ich denke, man sollte schon möglichst viel Farbe gelten lassen, weil das fröhlich macht. Wie ist denn das jetzt so von euch in der Zukunft? Was bekommt man von euch wieder mit? Ihr habt so viele Fans, ihr habt eine unglaubliche Fanbase draußen. Was erwartet die Fans demnächst? Wir sind ganz fleißig gerade im Tonstudio und machen, wie gesagt, fürs nächste Jahr den Wiesn-Hit. Schauen wir mal. Nein, wir werden schlagerhafter, bisschen schlagerhaft volkstümlich, bisschen rockig, bisschen bayerisch im Dialekt, alles. Und bereiten eine Solo-Tournee vor für das Frühjahr 2014, weil wir feiern jetzt gerade unser 40-jähriges Bühnenjubiläum. Und das wollen wir dann auch live draußen. Er ist ja noch nicht einmal so alt. Aber ich kenne euch sehr, sehr gut, da meine Eltern riesengroße Fans von euch sind. Und das sind gerade unsere Aufgaben. Und wir haben natürlich auch viel Freizeit. Wir gehen gern golfen. Wir haben ein ganz süßes Enkelkind und darauf freue ich mich jetzt besonders. Denn ich werde jetzt mit meinem Enkelkind, werden wir auf die alte Wiesn gehen. Vielleicht kann das Enkelkind schon ein bisschen musikalisch erzogen werden. Ja, ich singe ihm also immer zum Schlafen gehen gute Nachtlieder. Und sein Lieblingslied ist eines unserer größten Erfolge, die Zeit der Gummibärchen. Wollt ihr das vielleicht mal kurz anstimmen? Nein, das passt jetzt nicht zur Wiesn, weil sonst schlafen alle ein. Schlaflied. Ach so, ja, Schlaflied, das stimmt, das wäre nicht so gut. Eine Frage habe ich noch, weil ihr gesagt habt, Freizeit. Jetzt sind wir mal ganz gut informiert. Und ich habe euch gesehen, ihr wart auf dem Helene Fischer Konzert am Königsplatz. Ja, das war natürlich toll. Also das muss ich sagen, die Frau Helene Fischer ist eine Granate, wie die das auch durchsteht, wie die das schafft, was die für eine Magic hat, was die für Kraft. Ihr Team, wir sind nach wie vor ganz große Fans von Helene Fischer. Ist doch schön, dass es eine große Familie ist untereinander. Und wir haben vorhin gesehen, die ganzen Fotografen liegen ja wirklich zu Füßen, wenn man die Fotos machen darf.
von den Schuhen. Wie fühlt sich das denn an, wenn alle Fotografen einem zu Füßen liegen? Also, ich muss sagen, diese Schuhe sind aus reinen Bequemlichkeitsgründen angezogen worden. Aber vielleicht sollte man den neuen Song noch nicht an Tagen wie diesen, sondern ganz nah an Schuhen, bei den Füßen. An Schuhen wie diesen vielleicht. Ja. Ganz nah an den Füßen. Also für mich ist es ganz wichtig, bequem muss sein, das Dirndl und die Schuhe. Was verbindet ihr mit der Brezen und dem Oktoberfest? Was? Was verbindet ihr mit dem Brezen und mit dem Oktoberfest? Mit dem Brezen? Also mit einer Brezen und mit dem Oktoberfest. Was verbindet ihr damit an? Also Brezen hat nichts mit dem Oktoberfest zu tun, sondern eine Brezen ist einfach bayerisch. Zum Leberkäse oder zur Weißwurst dazu. Aus. So, und da habt ihr es gehört. Vielen Dank fürs Interview und noch einen schönen Abend euch. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Schönen Abend.